Wer weiß, vielleicht kommt es hier irgendwann noch zum großen Plot-Twist und wir, ja, hauen uns dann, weiß ich nicht, die Tastatur an die Birne und sagen uns, kann alles immer, ich weiß nicht, ich kann das nicht deuten. Moment mal, Oma, kann ich hier rein? Geh weg, keine Besucher. Das ist ja sehr freundlich. So, hast du noch vielleicht irgendwas zu sagen? Diesmal erschreckt er uns nicht. Okay, Kamakura verlassen. Akazuka Kabukicho. Okay, wir können uns erst einen Teil der Sache anschauen, wie es ausschaut. Und nach Kabukicho kommen wir dann wahrscheinlich erst später. Info. Asakusa, die Heimat von Senyoji, ein der berühmtesten Tempel in Tokio. Es ist auch ein lebhaftes Unterhaltungsviertel. Es ist ein Teil der traditionellen Kultur, umgeben von den Hochhäusern der Stadt. Okay, da wir keine andere Wahl haben, leider, Pillen wären auch mal wieder schön, gehen wir nach Asakusa. Meine Ermittlungen bis zu diesem Punkt führten mich zu der Annahme, dass es schwierig und kompliziert wäre, Takashi Kawana zu finden. Aber das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Es stellte sich heraus, dass sein Kendo-Dojo als beliebtester Trainingsplatz für einige nationale Champions und mehrere Polizisten der Stadt angesehen wurde. Letzteres machte mich nervös. Die Informationen, nach denen ich gefragt hatte, waren sensibel und ich wollte nicht, dass meine Ermittlungen den Weg zurück zum Hauptquartier fanden. Ein paar falsche Fragen könnten dazu führen, dass die Polizei an meiner Tür klopft. Oder schlimmer noch, Yokimura selbst ruft mich an. Ich musste vorsichtig sein. Okay. Kleiner Hinweis darauf, dass wir hier keine falschen Fragen stellen sollten. Müssen wir mal mit Bedacht uns anschauen, genauso wie das Spin-System. Unsere Vernunft ist wieder stabil. Professionalität leidet immer noch. Investigation ist sehr hoch. Das höchste. Neurose ist auch minus 21. Man hat das aber auch nicht so unter Kontrolle, finde ich. Sie wirkt gestresst bei manchen Sachen, wo ich jetzt sagen würde, wenn wir das besprechen oder jemand fragen, sollte das eigentlich jetzt nicht dafür sorgen. Aber was soll's. Im Inneren befindet sich das Interieur eines traditionellen Teegeschäftes. Aber es sieht nicht so aus, als ob jemand vor kurzem dort gewesen wäre. Ein Teegeschäft? Was ist denn das für ein Lümmel? Wieso grinst denn der so dämlich? Oktopusbällchen kaufen. Ja. Hallöchen, haben Sie Interesse an den leckersten Takoyaki in Tokio? Das ist nicht das billige Zeug, das man an einem Imbissstand auf einem Festival kauft. Die hier werden Sie alles, was Sie über Oktopus wussten, in Ballform in Frage stellen lassen. Wer kann da schon Nein sagen? Klar, ich nehme welche. Oh. Wow, Sie haben recht. Das ist vielleicht der beste Takoyaki, den ich je hatte. Danke, Miss. Der beste Takoyaki auf allen Inseln. Vernunft, Frustieren, Professionalität. Okay. Sehr schön. Könnten wir jetzt noch welche kaufen? Fräulein, ich sehe einen Schimmer in Ihren Augen, der mir sagt, dass Sie Hunger haben. Ein Hunger nach einer zweiten Ladung meines national berühmten Takoyaki. Wer ich? Warum nicht? Sie waren erstaunlich. Yep, yep, der Kampf ist echt. Glauben Sie, ich sitze hier im Beisein meiner eigenen Kreation und will selbst keinen kleinen Vorgeschmack? Doch, natürlich will ich das. Die sind köstlich. Aber der Mehraufwand bedeutet,
dass ich nicht so viele zur Hand habe, um mich auf eine Bestellung pro Kunde zu beschränken zu müssen. Aber ich bin Ihr einziger Kunde. Kommen Sie schon, nur noch einen. Entschuldigen Sie, das geht nicht. Es gibt einen Grund, warum ich an so einem ruhigen Ort wie diesen aufgemacht habe. Sonst wäre ich in 10 Minuten ausverkauft. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie Ihre Meinung ändern. Okay. Das hat uns ein bisschen Vernunft wieder beigebracht. Irgendwas ist minus noch gegangen? Ermittlung? Ich hab's nicht gesehen. Aber wir können uns ein bisschen pushen, sagen wir mal so. Oh, wer seid ihr denn? Oh, Taigo! Seid ihr hier ja Samurai-Yakupanische Teriyaki-Kämpfer oder sowas? Ansehen. Touristen, höchstwahrscheinlich. Ich kann sie Englisch reden hören. Ah, mein Englisch ist nicht so toll. Also bezweifle ich, dass sie mir helfen können. Aber ich frage mich, worüber sie reden. Dann hören wir doch mal zu. Ich komme ran hier mit meinem Ohr. Hallo, können wir Ihnen behilflich sein? Ich spreche kein Englisch. Moment, Japanisch? Ihr Japanisch ist perfekt. Als Kollege Professor wäre ich wahrscheinlich sonst arbeitslos. Ich bin kein Hochschulprofessor, aber arbeiten in einer japanischen Softwarefirma, also wäre ich auch in Schwierigkeiten. Hä? Sieh mich nicht an, ich wohne nur hier. Nun nicht in Tokio, in einem Vorort. Wow, ich glaube, ihr könntet besser Japanisch sprechen als ich. Ich meine, tut mir leid. Ich hätte nie gedacht. Möchtest du lieber auf Englisch sprechen? Nein, ich meine, nein, bitte. Japanisch ist gut, sorry. Ich wollte nicht neugierig sein. Ich schätze, Sie sehen nicht viele Leute, die so spät im Jahr Yakuta tragen. Gibt es ein Fest oder sowas? Nein, wir kommen jedes Jahr nach Asukasa. Und die Yukata wurde auch einer Weile... Was? Nein, wir kommen jedes Jahr nach Asakusa und die Yakuta wurde nach einer Weile Teil der Tradition. Schätze, es lässt uns mehr auffallen als sowieso schon was. Lass die Tradition in Ruhe, Tony. Allerdings sind meine Beine etwas kalt. Aha. Ausrede überlegen? Nach Takashis Dojo fragen. Ihr kommt jedes Jahr hierher. Ihr müsst die Gegend inzwischen ziemlich gut kennen. Ich suche ein Kendo-Dojo, wo ein gewisser Takashi Kawana arbeitet. Es sollte hier irgendwo in der Gegend sein. Kawana, ja. Warum kommt mir dieser Name so bekannt vor? Oh, richtig. Er ist der Kendo-Lehrer im Dojo direkt hinter uns. Die Leute sagen, er ist eine Art Wunderkind. Ich wäre nicht überrascht, wenn er mit der Zeit ein Meister würde. Angeblich ist er sehr wählerisch, wenn er trainiert. Ich nehme an, er will seine Zeit nicht mit Leuten verschwenden, die es nicht ernst meinen. Das ergibt Sinn, wenn man darüber nachdenkt, so gut wie er ist, muss er eine Menge mächtiger Kendo-Meister anziehen. Scheint so, als würde er auch eine Menge Polizisten ausbilden. In der Zeit, in der wir hier stehen, haben wir einige ein- und ausgehen sehen. All das, und ich glaube, er ist noch um die 20 Jahre alt. Für jemanden, der so jung ist, muss er unter großem Druck stehen. Ohne Witz, ich habe von einem bereichsübergreifenden Kendo-Turnier gehört. Es ist eine Frage des Stolzes für die verschiedenen regionalen Bereiche geworden. Ich wünschte, meine Arbeit hätte Kampfsportwettbewerb zwischen den Bereichen veranstaltet. Nichts würde die unausgesprochene Spannung zwischen mir und meinem Chef so gut lösen wie ein guter Schlag ins Gesicht. Polizisten, die gegeneinander kämpfen, was? Das muss ziemlich brutal sein. Ich meine, ich schätze, die Polizei in Japan muss nicht so viel Gewalt anwenden. Ja, wie auch immer. Woher wisst ihr überhaupt so viel über das Dojo? Ich meine, ich lebe in Shinagawa und ich weiß nichts Genaues darüber. Hehe, weißt du, das steht genau hier im Flyer des Dojos. Er hat, was?
Er hat sie hier draußen verteilt, etwa 10 Minuten bevor du gekommen bist. Er schien etwas gereizt, also haben wir nicht mit ihm gesprochen. Ich gebe zu, er wäre viel cooler gewesen, wenn wir das von Anfang an gewusst hätten. Aber wir sind froh, dass wir dir trotzdem helfen konnten. Ich fühle mich jetzt etwas albern, wenn ich versuche, mehr über ihn aus einem Flyer zu erfahren. Wenn man bedenkt, dass er so viele Pozisten ausbildet, bin ich überrascht, dass ich noch nie von ihm gehört habe. Hast du was mit der Polizei zu tun? Wer, ich? Nein, natürlich nicht. Ich bin ein Ermittler, wisst ihr? Eine Art Privatdetektiv. Hört zu, wenn jemand nach einem weiblichen Detective fragt, tut mir leid, ich spreche kein Japanisch, richtig? Genau. Ich weiß das zu schätzen. Wie auch immer, ich sollte gehen. Entschuldige die Störung. Danke für die Information, Leute. Ist uns ein Vergnügen. Viel Glück im Dojo. Lass uns wissen, wenn du irgendwelche Kendo-Tricks lernst, hä? Die Männer der Abteilung haben sich immer aufgeblasen, wenn sie über die Kendo-Wettbewerbe sprechen. Als würde es mich beeindrucken oder so. Habe dem nie viel Beachtung geschenkt. Trotzdem ist es merkwürdig, dass jemand, der mit der Maske zu tun hat, noch eine weitere Verbindung zu meinem alten Leben hat. Takashi Kawana scheint ein interessanter Typ zu sein, aber sehr ernst und nicht scharf auf Fremde. Zumindest musste ich kein Englisch sprechen, das wäre eine Katastrophe geworden. Okay, das Kendo-Dojo hinter ihm gehört also Takashi Kawana. Und er ist sehr gereizt. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Sieht aus wie das Dojo, nach dem ich gesucht habe. Es hat eine sehr traditionelle Ästhetik. Okay, Takashi. Gehen wir rein in Gehen wir rein in Takashis Castle. Oh, wer bist du? Oha, okay. Detective Ito? Wir sollten unseren Namen hier raushalten. Wir sind ein Freund von Mai. Du bist ein Freund meiner Schwester? Das sollte ich glauben. Ein bisschen alt, nicht wahr? Mensch, danke. Glaubst du wirklich, ich würde dich nicht erkennen? Du bist der Officer, der im April beim Schrein war und sie fast getötet hätte. Und jetzt lügst du darüber und tust so, als wärst du ihr Freund, um sicher etwas von mir zu bekommen. Schau nicht so schockiert. Deine kleine Täuschung war einfach zu lesen. Das ist alles. Nach deiner Idiotie in Kamakura hörte ich Mai einen Monat lang jeden Abend am Telefon weinen. Lass sie in Ruhe. Und jetzt verschwinde aus meinem Dojo, bevor ich oder einer deiner Kollegen dich rauswerfen müssen. Oha, sehr klare Worte. Nun, das lief nicht gut. Vielleicht weiß Mai, wie man ihrem Bruder ausweichen kann. Aufweichen kann. Das lief überhaupt nicht gut. Hätten wir was anderes sagen sollen? Ich weiß nicht. Aber es wäre auf selbe hinausgegangen. So oder so hat er gewusst, dass wir Detective Ito sind. Genau. Jetzt müssen wir nochmal Mai fragen. Moment. Wir gucken natürlich immer mal, ob es hier irgendwas Neues an Optionen gibt. Nein. Wenn jemand Takashi zum Reden bringen kann, dann ihre kleine Schwester. Ich sollte noch mal mit Mai sprechen, bevor ich gehe. Ach so, hier müssen wir hin. Hey Oma, geh weg, keine Besucher. Die erzählt auch immer nur dasselbe. Dieser kleine Lümmel.
Okay, hoffentlich ist sie noch da. Ah. Dein Bruder. Ich glaube, ich habe deinen Bruder gefunden. Er schien nicht gerade erfreut, mich zu sehen. Ja, Sie haben meinen großen Bruder gefunden? Er hat mich beschützt, seit wir klein waren. Ich weiß. Ich überschreite wahrscheinlich meine Grenzen. Aber wärst du bereit, mit ihm zu reden? Ich glaube nicht, dass er mir allein etwas erzählt. Soll ich Ihnen helfen? Wissen Sie, Sie wiederzusehen hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Ich habe beschlossen, dass ich nicht hier sitzen und ignorieren kann, was passiert. Selbst wenn es alle verheimlichen wollen. Ich muss verstehen, warum meine Familie sich so seltsam verhält. Sogar mein eigener Bruder hält mich im Dunkeln. Ich habe es satt. Sicher, ich komme mit Ihnen, mit Ite. Wenn ich alleine gehen würde, würde er mir wahrscheinlich auf den Kopf hauen und mich wegschicken. Aber wenn Sie mit dort sind, bin ich sicher, dass er mir von meinen Eltern erzählt, der Maske und alles andere. Bist du sicher, dass du das willst? Manchmal ist nicht zu wissen besser, Mai. Nein, keine dumme kleine Mai mehr. Ich bin lieber verletzt und weiß es, als glücklich und unwissend. Aber bevor wir gehen, schauen wir nochmal nach Oma. Wenn sie nicht weiß, wo ich bin, kann es sie in letzter Zeit richtig auf die Palme bringen. Okay, wir machen einen kurzen Zwischenstopp beim Haus. Danke, Mai. Puh, wenn das mal gut geht. Ich weiß nicht, ich habe... die Oma. Ich wäre gerne irgendwie nicht bei der Oma. Ganz ehrlich, die Oma... Eine tote Krähe liegt mitten auf der Straße. Der kleine Körper ist in einem schlechten Zustand des Verfalls, mit getrocknetem Blut bedeckt. Die Maden haben begonnen, an seinen Überresten zu fressen. Hä? Warum? Ja, wo kommt die her auf einmal? Oh oh. Sag nicht, die Oma hat da irgendwas mit zu tun oder Rena oder sonst wer. Rätsel in der Finsternis.